Dieser Mann hat die Zeit des Nazi-Terrors gegen Juden überlebt. Man war beschäftigt mit dem tagtäglichen Leben. Wie überlebt man den nächsten Tag? Dieser Mann kämpft noch heute gegen rechtsradikale Gewalt und Judenhass. Ein paar Stunden aber nach unserem Telefonat bekam ich eine Morddrohung. Und die Jugendlichen heute haben oft keine Ahnung, wie brutal Hitlers Nazi-Regime Menschen ermordete und die Welt zerstörte. Ich kenne den Begriff Holocaust nicht. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz schaut Akte zurück mit einem Überlebenden. Die KZ-Gedenkstätte in Dachau, ein Ort des Terrors und eines der bekanntesten Vernichtungslager. 12 Jahre wurden hier ununterbrochen Menschen gequält und getötet. Man musste aufpassen, manchmal einer der Wachen bei Lust und Laune, er wollte so reinschießen im Ghetto ein bisschen. Wir waren freiwillig für alle. Jeder konnte machen mit uns, was er will. Jeden Tag ist man ein bisschen gestorben. Das ist schlimmer wie ein schneller Tod. Man hat auch meine Kinder behauptet. Deutschland 1933 bis 1945. In der Schreckensherrschaft der Nazis werden Juden und andere Minderheiten auf Anweisung von Adolf Hitler und seiner grausamen Gefolgschaft systematisch verfolgt und ermordet. Aber wie sieht es heute aus in Deutschland? 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft sind rechtsradikale Gewalt und Judenhass wieder fast täglich in den Schlagzeilen. Immer wieder kommt es zu Schlägereien und Attacken bei rechten Kundgebungen und deren Gegendemonstrationen, wie in Berlin, Köln oder bei einer Antifaschismus-Demo in Wismar. Rechte Gewalt führt immer wieder auch zu Morden, wie in Halle im Oktober 2019. Ein bewaffneter Mann greift mit einem selbstgebauten Gewehr eine Synagoge und einen türkischen Imbiss an. Er erschießt dabei zwei Menschen. Der Täter gesteht bei seiner Vernehmung, dass er rechtsextreme Gedanken teilt und aus Hass auf Juden gehandelt habe. Im vergangenen Dezember besucht Kanzlerin Angela Merkel die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz. In diesen Tagen ist es nötig, das deutlich zu sagen. Denn wir erleben einen besorgniserregenden Rassismus, eine zunehmende Intoleranz, eine Welle von Hassdelikten. Umso klarer und deutlicher müssen wir bekunden, wir dulden keinen Antisemitismus. Und dennoch ist der Hass auf Juden mitten unter uns. Akte-Reporter Hakan Karakaya besucht Joray Feinberg in Berlin. Der Geschäftsmann betreibt ein israelisches Restaurant und hat unaufhörlich mit Anfeindungen von rechts zu kämpfen. Das hier sind alles Anzeigen, die du erstattet hast, mit der Antwort, dass sie die Fälle nicht weiter verfolgen und das alles fallen lassen. Ich kann das sogar noch schlimmer machen. Das ist wahrscheinlich 1% von den Fällen, die ich erlebt habe. Kurz nachdem wir in Kontakt getreten sind, ist jetzt aktuell noch mal was passiert. In Oktober, in April, so das ist fast ein Jahr jetzt, habe ich komplett aufgehört, Anzeigen zu machen. Mhm. Auch bei Morddrohungen, bei alles. Ich habe einfach keine Kraft mehr gehabt dafür. Ein paar Stunden aber nach unserem Telefonat, als ich eigentlich abgesagt habe in unserem Interview, bekam ich eine Morddrohung, die mich sehr stutzig gemacht hat, weil da war beschrieben eine Person, die ich in meinem Privatleben treffe. Oh, also etwas ganz Konkretes. Ganz Konkretes und ich denke nicht, dass es konnte ein Zufall sein. Mhm. Das für mich war eine riesige Alarmglocke, dass jemand verfolgt mich. Du hast das alles dokumentiert. Kannst du mir das mal kurz zeigen? Joray Feinberg bekommt fast täglich Hassmails und Drohungen. Inzwischen sammelt er sie und speichert sie zur Beweissicherung auf seinem Computer. Die Morddrohungen sind brutal und direkt. Ich bringe dich um eines Tages, verlass dich drauf. Ich werde dich definitiv ermorden in Berlin. Eines Tages bist du weg oder deine Mischlingsschlampe. Was ist denn hier noch so im direkten Umfeld passiert? Die größte Geschichte war Dezember 2017. Mhm. Ein Mann ist vorbeigegangen und hat die Menorah auf dem Fensterbrett gesehen und hat mich angefangen
brutal zu schimpfen. Davon gibt es sogar ein Handyvideo, das den unglaublichen Hass dokumentiert. Geh weit weg von hier. Das ist meine Heimat. Und ich? Und du hast keine Heimat. Du kriegst eine Schuldrechnung in 10 Jahren. Was wollen Sie machen? In 10 Jahren bist du nicht mehr lebt. Und deine ganze Familie und deine ganze Sippe hier. Was wollt ihr nach 45 hier? Euch 6 Millionen Menschen sind umgebracht worden von euch. Was willst du denn hier? Niemand schützt euch. Wir werden alle wieder in den Gaskammer landen. Alle wieder zurück in eurer blöden Gaskammer. Unfassbar, aber schrecklicher Alltag in Joray Feinbergs Leben. Dennoch lässt er sich von solchen Drohgebärden nicht einschüchtern. So, Joray, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte, dass du uns das alles erzählt hast. Ich würde sagen, wir bleiben weiter dran und schauen, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen. Viel Erfolg. Danke, danke dir. Heute, am 27. Januar, ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Aber was weiß die Jugend überhaupt von den Massenmorden der Nazis? Wir sind zu Besuch in der staatlichen Realschule Gauting bei München. Der Holocaust, also die Definition ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber quasi die Judenverfolgung und der Judenhass, oder? Also ich weiß jetzt nicht so viel darüber, aber ich weiß halt auf jeden Fall, also mit Hitler ist er halt in die Macht gekommen und es war dann halt ziemlich schlimm für alle. Was weißt du denn alles über den Holocaust? Was ist damals so passiert? Ich weiß es nicht. Also, ich kenne den Begriff Holocaust nicht, aber der Freddy meinte ja vorhin, dass das irgendwie irgendwas mit dem Sozialismus zu tun hat, also mit Hitler. Und ja, ich fand, das hat einfach eine schlimme Zeit. Zwischen erschreckender Unkenntnis und dürftigem Halbwissen herrscht Aufklärungsbedarf. Um die Bildungslücken zu schließen, bekommen die Schüler heute besonderen Besuch. Abba Naor ist Zeitzeuge und Überlebender des Holocausts. Der 92-Jährige berichtet den Schülern aus seiner Jugend als Verfolgter in der Nazi-Zeit. Mit 17 Jahren war ich schon ein alter Mann. Weil was ich als Kind erlebt habe, war sehr schwer, Kind zu bleiben. Abba Naor lebte in den 1940er Jahren in Litauen. Als Jude war er dort einer von etwa 3 Millionen verfolgter Menschen verschiedener Minderheiten. Rund 250.000 davon waren Juden. Er wuchs in einer Familie mit einem älteren und einem jüngeren Bruder auf. Eine ganz normale Familie. Wir hatten sogar Mutter und Vater. 1941 überfallen auch die Nazis Litauen. Mit einer Tasse Kakao ist die Kindheit des damals 13-Jährigen plötzlich beendet. Und für uns Eltern hat meine Mutter vorbereitet Kakao, so wie jeden Frühmorgen, bevor wir zur Schule gingen. Dieses Mal sagte meine Mutter zu mir, trink, trink, Junge, wer weiß, ob es nicht das Letzte ist. Leider hat sie recht behalten. Wir haben unsere Wohnung verlassen und ihn nie mehr gesehen. Von da an beginnt für seine Familie und Millionen anderer Juden die schrecklichste Zeit ihres Lebens. Eigentlich zu dieser Zeit schon, die ersten Wochen von Einmarsch, hat der Massaker gegen die Juden angefangen. Juden durften keinen Beruf ausüben, Kinder durften nicht zur Schule gehen und selbst Lebensmittel zu besorgen war nur unter Lebensgefahr möglich. Denn sogar das war verboten. Eine Strategie, Kinder zum Einkaufen zu schicken. Doch dass Nazis unschuldige Kinder nicht ermorden würden, war ein fataler Irrtum. 26 solche Kinder sind geschnappt worden. Am selben Tag wurden diese Kinder erschossen. Unter denen war auch mein älterer Bruder, 14 Jahre alt. Aber was ich erzähle, ist eigentlich so viel. Weil wie es wirklich war, damit will ich die Kinder von heute nicht belasten. In den finsteren Tagen des Nazi-Regimes wurden Juden als Arbeitssklaven ausgebeutet. Wer dafür zu schwach war, wurde ermordet. Das traf vor allem alte Menschen, Kranke und Kinder. Man braucht sie einfach nicht. Wenn die meisten Erwachsenen bei der Arbeit waren, kamen Lastwagen und Busse rein im Lager. Die gingen vom Haus zu Haus, um nach Kindern zu suchen. Die meisten Kinder sind auch gefunden worden. Abtransportiert nach Auschwitz. Na, man muss sich vorstellen, wie hat das ausgeschaut, wenn Mieter zurückkamen von der Arbeit und haben ihre Kinder nicht gefunden. Überhaupt, Kinder haben doch Recht auf Leben. Ist doch egal, welche Religion die haben oder welche Farbe die haben. Nur damals, die jüdischen Kinder hatten kein Recht auf Leben.
Einzig und allein wegen ihrer Religion hatten jüdische Kinder und Erwachsene plötzlich kein Recht mehr auf Leben und Freiheit. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 6 Verwandte von Abba Naor ermordet. Wir hatten in der Wohnung einen Kachelofen. Dort haben wir ein Versteck ausgebaut. Das war ein Versteck für meinen kleinen Bruder. Dieser kleine Junge wusste genau, was er zu tun hat, wenn irgendwas ist los. Er konnte Stunden sitzen in diesem Kachelofen und ein Mucks. Nur auf diese Weise gelang es seinem jüngeren Bruder, der Ermordung zu entgehen. Mitte 1944 kam Abba Naor dann in einem Viehwaggon ins Lager Stutthof bei Danzig. Hier wurden Frauen und Kinder von den Männern getrennt. Wir haben uns verabschiedet von meiner Mutter und einem kleinen Jungen. Unterdessen war er fast 6 Jahre alt. Wir wussten, das ist das letzte Abschied. Das war uns klar. Was Abba Naor damals noch nicht wusste: Noch ein einziges Mal wird er seine Mutter und seinen kleinen Bruder sehen können. Auf dem Weg in die Gaskammer. Das war der 26. Juli 1944. Am selben Tag wurden die Frau mit Kindern in Auschwitz vergast. Mein kleiner Bruder war 6 Jahre alt. Hatte keine Chance. Abba Naor gelangt mit dem letzten Transport aus dem Lager Stutthof hinaus. Nach weiteren qualvollen Monaten in Gefangenschaft wird er kurz vor Kriegsende endlich befreit. Er wird nach München gebracht und dort von seinem Vater gefunden. Von da an darf er wieder Kind sein. Ich komme zwar den Kindern heute zu erzählen, was ich erlebt habe, aber in einer gewissen Weise komme ich denn auch den Augen aufzumachen ein bisschen. Weil leider gibt es solche Leute, die der Meinung sind, damals war es besser. Leben, Kinder, ist eine feine Sache. Und diesen Geschenk bekommt man nur einmal im Leben. Nicht mehr. Macht das Beste davon. Ihr lebt in einem freien Land, ohne Kriege, habt jede Möglichkeit. Nutzt es. Die Teenager sind ergriffen von einer Geschichtsstunde, wie sie sie noch nie erlebt haben. Einige Zeit nach Ende des Krieges zieht Abba Naor nach Israel. Dort lebt er bis heute in der Nähe von Tel Aviv. Heute ist er im Vorstand und Vizepräsident des Internationalen Dachau-Komitees und hält durch seine Mitarbeit in der Stiftung Bayerische Gedenkstätten die Erinnerungen an den Holocaust wach. Ich bin zufrieden. Hätte ich nie träumen können. Es ist nicht gelungen, meine Familie auszuradieren. Abba Naor und Yoray Feinberg. Zwei Männer, zwei Generationen, zwei Geschichten aus verschiedenen Zeiten und doch eine Gemeinsamkeit, der Kampf gegen den Judenhass. Orte wie die KZ-Gedenkstätte in Dachau mahnen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.